Willkommen bei Martins Bushcraft. Heute will ich gucken, wie ich mit der Kälte im Winter zurechtkomme. Bin im Wald unterwegs und es schneit ein bisschen. Aber viel wichtiger sind die Minusgrade. Heute ist es richtig schön kalt und da will ich mal ausprobieren, wie das ist bei der Kälte. Klar, beim Laufen bleibt mal schön warm, aber nachher will ich mir einen Lagerplatz suchen und will mal gucken, wie lange ich sozusagen bei der Kälte draußen durchhalten kann. Hier wurden Kiefern geschlagen und das riecht richtig intensiv nach dem Harz. Ja, ein sehr angenehmer Geruch. Eine richtig schöne Winterlandschaft. Schneit zwar nicht so viel, aber trotzdem, dass das alles schön weiß aussieht, hält es schön auf. Und es sieht nicht so trist aus, wie meistens im Herbst, wenn alles grau und grau und dunkel. So sieht es wieder schöner aus. Hier suche ich mir mal ein Plätzchen und dann mache ich mir mal einen schönen Tee, mal zum Aufwärmen. Ich bin schon ganz schön gewandert und ja, es wird auch richtig kalt. Ich glaube hier, da mache ich mal ein bisschen bequem darunter. Ich habe mir hier ein kleines Lager gebaut. Und das Teewasser kocht schon, weil es wird jetzt schon richtig kalt und so ein schöner warmer Tee, der, denke ich mal, bringt schon kleine Wunder. Tee ist auch schon fertig und gibt es eine kleine Stärkung zum Aufwärmen. Also der Tee vorhin hat geholfen, war schon wieder wärmer geworden, aber es ist natürlich ja schon richtig kalt hier draußen. So, es war ein schönes kleines Lager, aber jetzt wird es richtig kalt und ich mache mich langsam auf den Rückweg. Hier kann man ganz eindeutig einen Pfad erkennen. Der ist von den Tieren, die hier immer entlang laufen, wo der Wildwechsel sozusagen stattfindet. Von Rehen, Wildschweinen und vielleicht auch Füchsen. Ja,
Nachmittag hat man die meiste Chance, irgendwelche Tiere zu sehen. Morgens oder abends in der Dämmerung. Hier ist es mal ein bisschen hügeliger. Ein bisschen hoch und runter. Strengt natürlich auch den Körper gut an. Und man wird schön warm dabei. Hier endet gleich meine Tour. Es war ein schöner Tag. Aber auch verdammt kalt. Ja, wenn man sich jetzt nicht bewegt, dann wird es echt schnell kalt. Bei Bewegung bleibt man natürlich noch länger warm. Aber es hat sich gelohnt, rauszugehen. Besonders jetzt mit dem Schnee oder mit ein bisschen Schnee war es doch ganz schön gewesen.